Vor einiger Zeit habe ich ein Video veröffentlicht, in dem ich auf schreckliche Steuertipps aufmerksam gemacht habe. Und weil das Video bei euch so gut angekommen ist, dachte ich mir, ich nehme mal einen zweiten Teil auf. Und in diesem Video schauen wir uns drei weitere Steuertipps an, die ich in meinem beruflichen Leben schon zigmal, wenn nicht hunderte Male gehört habe und die du dringend ignorieren solltest, weil sie dich in große Gefahr bringen können. Der erste Steuertipp ist nicht wirklich ein Steuertipp, sondern eher ein Steuerhinterziehungstipp. Und zwar hört man relativ häufig, ach, das musst du nicht angeben, das finden die eh nie raus. Und diesen Tipp und diesen Hinweis höre ich in bestimmten Anwendungsfällen besonders häufig. Zum Beispiel ist es als Influencer relativ üblich, Produkte gestellt zu bekommen. Und diese Produkte müssen versteuert werden. Aber auch im Bereich Kryptowährungen habe ich es schon so oft gehört, dass man das eigentlich nicht beim Finanzamt angibt, weil das Finanzamt, die finden das ja eh nicht raus. Oder du vermietest auf Airbnb ein Zimmer in deiner Wohnung. Ach, die paar Euro, die muss man nicht angeben. Andere verdienen ja noch viel mehr. Oder du verkaufst regelmäßig auf eBay oder auf Vinted. Teilweise private Dinge, dann aber wiederkehrend und dann kaufst du sie ein und dann ist das vielleicht schon eine nachhaltige Tätigkeit. Oder aber Firmenequipment. Das heißt, du hast beispielsweise einen Firmenwagen und verkaufst den dann privat und steckst die Erlöse aus dem Verkauf deines Autos in die eigene Tasche. In all diesen Situationen habe ich schon häufig gehört, ach, dass man die paar Euro ja nicht angeben muss, weil das Finanzamt, ach komm, die arbeiten mit einem Faxgerät und so. Und so überfordert wie der Sachbearbeiter, mit dem ich da letzte Woche gesprochen habe, die finden das ja niemals raus. Aber bei diesem Hinweis gibt es ein paar Gedankenfehler. Der erste Gedankenfehler ist, das Finanzamt kann technologisch sehr viel mehr als der eine Sachbearbeiter, mit dem du unter Umständen mal Kontakt hattest. Betriebsprüfung beim Finanzamt ist wirklich auf dem neuesten Level der Technologie und die können wirklich deutlich mehr, als du vielleicht denken würdest. Das heißt, das Finanzamt ist technologisch gar nicht so weit zurück. Und ehrlicherweise geht es gar nicht darum, was das Finanzamt heute kann. Da kommen wir nämlich zum zweiten Gedankenfehler. Das Finanzamt kann noch bis zu 10 Jahre in der Zukunft Steuern von dir verlangen. In einigen Fällen sogar bis zu 15 Jahren. Erst dann verjährt Steuerhinterziehung. Das kann durchaus sein, dass das Finanzamt heute noch nicht in der Lage ist, irgendeine Kryptowährungsplattform vernünftig zu analysieren und auszulesen und da festzustellen, ob jemand unter Umständen am Fiskus vorbei Geld verdient. Darum geht es aber auch nicht. Die Frage ist, können sie es in 5 Jahren oder in 10 Jahren? Und gibt die Plattform, auf der du gerade Geld verdient hast mit Kryptowährungen, in 8 Jahren nicht vielleicht deine Daten an das Finanzamt weiter? Das passiert nämlich regelmäßig. Die Frage, die du dir stellen solltest, wenn du Steuern hinterziehen möchtest, kann das Finanzamt meine Steuerhinterziehung auch in 10 Jahren auf gar keinen Fall entdecken. Und ganz ehrlich, wenn wir uns selber mal zurück überlegen, wo der technologische Stand vor 10 Jahren war, es ist nahezu unmöglich, sich vorzustellen, was wir technologisch in den nächsten 10 Jahren erreichen. Deswegen würde ich dir grundsätzlich immer davon abraten, dich darauf verlassen, dass das Finanzamt das schon nicht herausfinden wird. Es gibt so viele Beispiele. Allein in den letzten Wochen. Airbnb hat die Daten von über 50.000 Vermietern an das Hamburger Finanzamt weitergegeben. Kryptowährungsplattformen haben gerade Informationen an die Finanzverwaltung weitergegeben. Oder seit diesem Jahr gilt das Plattformsteuertransparenzgesetz. Das heißt, unter bestimmten Voraussetzungen leiten auch Plattformen wie eBay oder Vinted die Daten der Verkäufer an das Finanzamt weiter. Und sowas gibt es wirklich alle paar Jahre. Deswegen solltest du lieber von vornherein ehrlich sein und alle deine Einkünfte angeben. Ein zweiter Steuertipp, den ich regelmäßig hören kann, ist: Gründe doch eine GmbH. Unternehmen zahlen in Deutschland viel weniger Steuern. Und da muss ich auch sagen, diese Aussage stimmt so pauschal nicht. Vergleichen wir vielleicht einmal ein Einzelunternehmen und eine GmbH. Als Einzelunternehmer zahlst du in Deutschland Einkommensteuer, Umsatzsteuer und gegebenenfalls Gewerbesteuer. Und die Höhe der Steuerbelastung liegt irgendwo zwischen 0% und 45%. Das ist abhängig von der Höhe deines Gewinnes. Also je höher dein Gewinn ist, desto höher ist dein Steuersatz. Das ist bei GmbHs grundsätzlich anders. Die haben keinen Grundfreibetrag. Und GmbHs zahlen auch keine Einkommensteuer. GmbHs und auch alle anderen Kapitalgesellschaften zahlen in Deutschland die Gewerbesteuer und die Körperschaftssteuer. Die Gewerbesteuer beträgt ungefähr 15% und die Körperschaftssteuer auch genau 15%. Das bedeutet, dass GmbHs und andere Kapitalgesellschaften in Deutschland immer 30% Steuern zahlen. Da ist es vollkommen egal, ob sie nur 1 Euro Gewinn machen
oder 10 Milliarden Euro Gewinn machen. Der Steuersatz liegt immer bei 30%. Und deswegen ist es zumindest zum Teil richtig, wenn man sagt, GmbHs zahlen weniger Steuern. Wenn du mit deinem Einzelunternehmen 1 Milliarde Gewinn machst, dann zahlt die GmbH tatsächlich weniger Steuern, weil du bist definitiv bei 45% und die GmbH würde 30% Steuern bezahlen. Und jetzt sagen vielleicht einige von euch, ja, aber diesen Spitzensteuersatz, diese 42%, die erreiche ich doch wahnsinnig früh. So hoch muss mein Gewinn da ja gar nicht sein. Wann erreiche ich denn eigentlich diese 30%? Genau gesagt, bei 30.000 Euro Gewinn. Also nicht besonders viel. Aber dann reden wir nur über den Grenzsteuersatz. Das heißt, dann zahlst du nur diesen einen Euro, also den 30.000. Euro Steuern. Auf den zahlst du tatsächlich 42%. Das ist aber nur dieser eine Euro. Insgesamt musst du immer deinen Durchschnittssteuersatz betrachten. Was genau der Unterschied ist zwischen Grenzsteuersatz und Durchschnittssteuersatz, das würde hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Deswegen verlinke ich dir mal ein Video oben rechts und unten in der Videobeschreibung. Schau da gerne mal vorbei, wenn du nicht weißt, was eigentlich da der Unterschied ist. Das heißt, wir müssen grundsätzlich den Durchschnittssteuersatz anschauen. Das heißt, wann zahlst du auf dein gesamtes Einkommen eigentlich mehr als 30% Steuern? Und da liegt die Gewinngrenze bei ungefähr 80.000 bis 85.000 Euro Gewinn. Das heißt, wenn du mehr als 85.000 Euro Gewinn machst, zahlst du tatsächlich mehr Steuern, als eine GmbH auf den Gewinn Steuern zahlen würde. Das heißt, dann würde es ja unter Umständen Sinn machen, eine GmbH zu gründen. Oder auch nicht so richtig, weil es gibt einen Unterschied, ob eine GmbH 85.000 Euro Gewinn macht oder du 85.000 Euro Gewinn machst. Denn wenn du 85.000 Euro Gewinn machst, dann hast du anschließend das versteuerte Geld in deinem Privatvermögen und kannst es ausgeben. Wenn eine GmbH 85.000 Euro Gewinn macht, zahlt die GmbH 30% Steuern, was unter Umständen weniger ist, als du zahlen würde. Aber dann hat die GmbH dieses Geld. Und du kannst als GmbH-Geschäftsführer nicht einfach an den Geldautomaten gehen und dieses Geld dann abheben, denn das Geld gehört der GmbH. Das heißt, du musst dieses versteuerte Geld anschließend auch irgendwie in dein Privatvermögen übertragen. Bei der GmbH musst du nämlich immer mehrere Ebenen betrachten, weil die GmbH eine eigene juristische Persönlichkeit hat. Das heißt, die GmbH zahlt von 100% Gewinn erstmal 15% Gewerbesteuer, 15% Körperschaftssteuer, es verbleiben also 70% des Geldes in der GmbH. Und dann kannst du 70% des Geldes ausschütten. Und auf diese Ausschüttung musst du tatsächlich auch nochmal Steuern bezahlen. Und zwar 25% Kapitalertragssteuer. Und das führt dann dazu, dass du unterm Strich 47,5% Steuern bezahlst. Das heißt, nach den Steuern auf GmbH-Ebene und auf die Ausschüttung bleiben dir am Ende noch 52,5% des Geldes übrig. So viel Steuern würdest du mit deinem Einzelunternehmen niemals bezahlen, weil da liegt der höchste Steuersatz bei 45%. Vielleicht sagst du jetzt ja, ich muss das Geld ja aber nicht ausschütten aus der GmbH. Ich kann mich ja persönlich in meiner GmbH anstellen und dann zahle ich mir das Geld quasi im Rahmen von Gehaltsabrechnungen aus. Dann zahle ich ja weniger Steuern. Stimmt? Dann ist deine Steuerbelastung aber wieder abhängig von deinem individuellen Steuersatz. Das heißt, dann sparst du auch keine Steuern im Vergleich zum Einzelunternehmen. Du merkst also, das Ganze ist deutlich komplexer und diese pauschale Aussage, dass man mit einer GmbH weniger Steuern bezahlt, die stimmt so pauschal nicht. Den dritten Steuertipp höre ich wahrscheinlich am allermeisten. Und zwar ist das die Aussage, ne, das ist mir hier in Deutschland alles zu teuer, der Staat nimmt mich aus, ich wandere jetzt aus. Ja, kannst du machen. Auch ich bin mal für einige Jahre nicht in Deutschland gemeldet gewesen. Das heißt, ich bin auch schon einmal ausgewandert. Und natürlich kannst du das machen. Aber aus steuerlicher Motivation auszuwandern ist ehrlicherweise nicht der beste Steuertipp. Und zwar aus einem einfachen Grund. Und zwar, wenn du in Deutschland wohnst und in Deutschland selbstständig bist, dann bist du unbeschränkt steuerpflichtig. Und wenn du mit deinem Einzelunternehmen jetzt umziehst in ein Niedrigsteuerland, dann hast du eine erweiterte, beschränkte Steuerpflicht. Was ist diese erweiterte, beschränkte Steuerpflicht? Das ist eine Regelung vom Gesetzgeber, um genau das zu vermeiden, was du gerne machen möchtest. Und zwar einfach in ein Niedrigsteuerland zu ziehen. Wenn du in den letzten 10 Jahren irgendwann mal 5 Jahre lang in Deutschland voll unbeschränkt steuerpflichtig warst und jetzt umziehst in ein Niedrigsteuerland, das heißt in ein Land, in dem wirklich erheblich weniger Steuern gezahlt werden müssen, du aber noch wesentliche wirtschaftliche Interessen in Deutschland hast. Das bedeutet, du hast deine Selbstständigkeit hier, das heißt, du verdienst auch nach wie vor in Deutschland Geld mit deutschen Kunden und so weiter, dann musst du tatsächlich 10 Jahre lang in Deutschland noch Steuern bezahlen. Das heißt, nachdem du ausgewandert bist mit deinem Einzelunternehmen, musst du
noch 10 Jahre lang in Deutschland Steuern bezahlen. Und genau das hat sich der Gesetzgeber überlegt, um die Steuerflucht zu vermeiden. Vielleicht denkst du dir jetzt, ach, dann mache ich halt eine GmbH und dann wandere ich aus. Dann ist es ja kein Einzelunternehmen. Auch da gibt es, zumindest aus Gesetzgeberlogik, eine Lösung, und zwar die Wegzugsbesteuerung. Was ich hier nur deutlich machen möchte, mit einem Unternehmen oder einer Selbstständigkeit auszuwandern, ist unheimlich komplex. Also rechtlich und steuerrechtlich unglaublich komplex. Und auswandern, um Steuern zu sparen, ist in vielen Bereichen und in vielen Situationen so gar nicht möglich. Ich möchte euch jetzt hier nicht abraten, davon auszuwandern. Macht das gerne. Auch ich bin ausgewandert, auch ich habe ein paar Jahre nicht in Deutschland gewohnt und es hat mir zumindest geholfen, meinen Horizont zu erweitern. Aber du solltest dich näher damit beschäftigen. So ein ganz einfacher Steuerspartipp ist das nämlich nicht. Wenn dich das ganze Thema interessiert, dann lass mich das gerne in den Kommentaren wissen, denn ich produziere gerne auch zu dem ganzen Thema Auswandern ein paar weitere Videos, wo ich das Ganze im Detail erkläre. Ich verlinke dir auch einmal dazu eine Quelle in der Videobeschreibung. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich mit so ein paar Mythen aufräumen. Kennst du auch Steuertipps, die du regelmäßig hörst, von denen du denkst, dass die nicht so richtig so korrekt sein könnten? Dann lass es mich in den Kommentaren wissen, schreib mir das gerne auf und vielleicht bist du dir bei einigen Dingen, die du regelmäßig gehört hast, auch einfach unsicher, dann frag mich unten in den Kommentaren. Ich fand tatsächlich die Kommentare unter dem letzten Video sehr unterhaltsam. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, schau unbedingt da vorbei. Ich verlinke dir das gerade mal oben rechts. Und wenn du dir denkst, dieses ganze Thema Steuern ist einfach zu kompliziert, ich möchte mich damit ja gar nicht beschäftigen, dann such dir doch einen Steuerberater, der sich darum kümmert. Meine Empfehlungen findest du unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir aber auch einmal hier. Oder schau einfach die weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.